Nun das Wort der Bürgermeisterin aus Hadding, der Herr Koch das Wort. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, vieles haben wir eben gehört über den Umgang von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Mir ist dabei ein Zitat eingefallen von Hans Hameyer, der zu den führenden deutschen Insolvenzrechtlern gehört. Und das heißt, der Pleitegeier nistet in den Chefetagen und nicht an der Drehbank. Das kam mir heute in den Sinn, als ich auf dem Weg hierher war. Was ist das für ein System, in dem Belegschaften engagiert arbeiten, für schwarze Zahlen sorgen, die Taschen der Eigentümer füllen und trotzdem um den Bestand ihrer Arbeitsplätze bangen müssen? Wir in Hattingen haben das sehr plastisch erlebt, als vor 3 Jahren Kohle, damals Nachbar von O&K, in unserer Stadt das Werk dicht machte, nicht etwa, weil Verluste eingefahren worden waren, sondern weil die Gewinne den Herren in Helsinki nicht hoch genug waren. Weil man hoffte, in China die Situation der dortigen Arbeiter und Angestellte profitabler ausnutzen zu können, wurden hier 200 profitable Arbeitsplätze platt gemacht. Man kann die Dinge realistisch nicht anders sehen. Liebe Kollegen und Kolleginnen, es wird Zeit, über dieses Wirtschaftssystem grundlegend nachzudenken. Jetzt sind wieder Arbeitsplätze in Betrieb. Der Streit zwischen der Carraro-Gruppe in Padua und dem Vermieter des Werksgeländes an der Nierenhofer Straße bedroht 200 Arbeitsplätze bei der O&K Antriebsbretttechnik. Vordergründig ist das so, wir haben das eben gehört. Wenn man nachdenkt über die geplante Laufzeit des Mietvertrages, 1,5 Jahre, dann muss man eben ganz andere Schlüsse daraus ziehen. Sie haben die Konsequenzen daraus gezogen und ich denke, das sind genau die richtigen. Im Rathaus von Hattingen haben wir am 13. August einen Pakt der Solidarität beschlossen. Die Arbeitnehmer der Avery Dennison GmbH in Sprockhövel und die der O&K Antriebstechnik werden gemeinsam kämpfen und das ist gut so. Schon bei der Schließung der Henrichshütte haben wir bewiesen, dass mit Solidarität einiges zu erreichen ist. Und diese Solidarität ist jetzt erneut gefordert. Ich bitte alle Bürger und Bürgerinnen, sich solidarisch zu zeigen. Wir brauchen starke Signale nach Padua und nach Pasadena. Eure Strategie, liebe Kollegen und Kolleginnen, erscheint mir in beiden Fällen genau die richtige zu sein. Kämpfen, Öffentlichkeit herstellen, sich strategisch gut aufstellen, Alternativen erarbeiten und in die Offensive gehen. Schon vor etlichen Monaten tätig war, versucht habe zu helfen, die Arbeitsplätze zu sichern. Als jetzt die Geschichte mit der Räumungsklage erkennbar wurde, habe ich mich wieder eingeschaltet. Ich biete meine Hilfe an, zu moderieren, alles das zu tun, was in meiner Macht steht. Leider ist das oft sehr wenig. Das merkt man immer wieder an der Reaktion der Unternehmer. Ja, meine Damen und Herren, die Stadt, in der ich Bürgermeisterin bin, und genauso ist das, denke ich, in Sprockhövel, wo Herr Walterschein Bürgermeister ist, die Städte stehen an ihrer Seite. Und ich werde das auch weiter tun, darauf können Sie sich verlassen. Der Strukturwandel bei uns hat viele Opfer gefordert. Wir bemühen uns um Arbeitsplätze und solche Verluste werfen uns natürlich enorm zurück. Ich weiß gar nicht, wo das noch hinführen soll in Zukunft, wenn diese großen Standorte hier schließen. Ja, helfen Sie den Gewerkschaften, den Beschäftigten von O&K und Avery Dennison in unseren Städten. Leisten Sie mit uns Widerstand. Wir alle brauchen diese Arbeitsplätze. Glück auf! Applaus